Und ein herzliches Willkommen bei einer neuen Folge Mind Path to Thalamus. Ja, wir hatten in der ersten Folge schon ein bisschen Einblick in diese Rätselwelt und ich muss mich korrigieren. Und zwar habe ich in der ersten Folge gedacht, dass die Sophia meine Schwester ist. Ist sie nicht? Das ist meine Tochter. Meine Tochter, genau. Und die ist anscheinend ums Leben gekommen und ich mache mir irgendwie so massivste Vorwürfe, dass ich in irgendwie einer Traumwelt mich zurückgezogen habe. Ich liege quasi irgendwie im Krankenhaus oder so. Und ja, und ich versuche jetzt irgendwie in meinem Kopf Rätsel zu lösen. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, ja. Dann ist mir noch was aufgefallen, genau an dieser Stelle, wo ich mir gedachte, okay, wenn ich mich jetzt da ein bisschen umgucke, dann sehe ich hier Schatten, die ich noch nicht gesehen hatte. Wenn ich jetzt nämlich mal hier gucke, seht ihr das? Seht ihr diese Schatten? Für eine Wegfindung? Das ist ja höchst interessant. Okay. Also ich versuche jetzt mir gerade so ein bisschen einzuprägen. Das ist hier, dann darüber, dann bis da, dann ganz rüber, darüber. Und dann bin ich quasi schon da. Okay, das probiere ich jetzt einfach mal aus, ne? Was nicht da ist, ist da. Also, hier hin. Dann hier rüber. Ganz hier rüber. Oh, klinglingling. Und hier rüber. Und dann da hoch. Okay. Oh, bing. Sehr mysteriös. Ah, wo bin ich denn jetzt? Nächstes Rätsel. Okay, jetzt muss ich wieder irgendwie einen Blickwinkel finden. schwierig. Ah doch, so könnte es gehen. Also hier zum Beispiel ist eine Treppe. Das geht nicht so weit. Das ist ja interessant. Das habe ich in so einer Form noch nie gesehen. Huh? Okay. Müssen wir denn jetzt hin? Folge mal dem Strahl, der geht da rüber. Was genau muss ich denn noch machen? Ich muss hier. Okay. Ich hab's dir fast gedacht. Okay, hier ist ein Weg. Aber hier sieht man's. Hier. Okay. Man kann hier. Nein, kann man nicht. Was? Wie jetzt? Moment, ich muss nochmal. Ach, das geht. Ah! Das ist ja gemein. Ach, und dann hier rüber. Okay. Also, hier rüber, dann hier. Nee, jetzt habe ich nie aufgepasst. dann hier so, ne? Ja, okay, alles klar. Aha. Was jetzt die Strahlen natürlich im einzigsten so machen, ich weiß es nicht genau. Aber es ist interessant. Hier ist nochmal so eins. Schauen wir mal kurz. Das geht hier hoch. Da geht es aber nicht weiter. Das heißt, dann geht es hier rüber. Komplett darüber. Nee, Moment. Aber wie komme ich denn hier hoch? Muss es aus mehreren Blickwinkeln irgendwie betrachten.
Okay. Das geht hier hoch und dann darüber und dann da hoch. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Okay, ich komme auf jeden Fall hier hoch und dann komme ich da hoch. Komm bis hier, dann komme ich hier. Dann komme ich hier? Nein. Verdammt. Nochmal. So, ich hier. Nein. Hä? Bin ich jetzt blöd? Habe ich jetzt. Ach so! Na. Ja. Ja, das ist manchmal echt schwierig, das genau zu betrachten. Hier nicht. Hier. Akzeptiere den Weg. Und jetzt? Ach ja, und dann ging es, glaube ich, irgendwie hier so hoch. Dann hier rüber. So. Und dann da hoch. Wie viele Strahlen sind denn das? Da hinten ist noch einer. Tut das jetzt weh, wenn ich... Sollte da nichts passieren. Nein. Okay. Was haben wir denn hier? Es geht da hoch, darüber. Ist interessant. So, dann hier rüber, dann da hoch. Was fehlt denn noch? Haben wir jetzt alle? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also den haben wir. Den haben wir. Hier sind einfach nur Säulen. Die haben hier nichts zu sagen. Was haben wir hier? Den haben wir. Das müsste gewesen sein, oder? Glaube schon, ja. Was können wir jetzt machen? Das finde ich immer noch das Coolste überhaupt. Okay, das muss ich aber irgendwie anders machen. Nein. Ah, wie habe ich denn das letztens gemacht? So. Okay, und jetzt komme ich. Ach, hier ist noch mal so eins, ne? Okay, ich glaube, ich hab's. Ist, auf die eine Art ist das schon irgendwie cool gemacht. Also so eine Art Rätsel hatte ich noch nie. Mind. Path to Talamus. Oh, ich kann mich ja frei umgucken. Oh, okay. Boah, das sieht aber schon extremst geil aus. Boah, diese Glanzeffekte. Hammer. Ich habe auch mal für die Folge mal die Grafik wirklich aufs Maximum gestellt, also Ultra. Sieht schon echt verdammt geil aus. Hammer. Was? Was sind das für Schritte? Was? Hier sind Schritte. Oh. Alter. Ich krieg jedes Mal einen Schrecken. Boah, ich, das ist schwierig. Ich würde ja gerne mal den Schritten hier, also den Fußspuren hier mal folgen. Irgendwie folgen die mir. Ich weiß es nicht, aber die sind doch, gehen doch genau in die andere Richtung.
Okay. Boot gestrandet. Aber. Oh, ist die Musik weg. Warum? Wieso? Kommt sie wieder. Es ist ein bisschen gruselig. Okay, hier sind noch mehr Schritte. Hier zum Beispiel gehen hier noch darüber. Ah, die Musik ist aber irgendwie schön. Oh, ach, guck an. Ich glaube, das Ding brauche ich. Sieht irgendwie komisch aus, irgendwie, keine Ahnung. Wie so eine Gehirnzelle irgendwie. Das ist ja mysteriös. So, okay. Ich gehe mal da lang. Was ist das? Das ist so mega krass. Okay. Was? Alter! Leck mich am Arsch. Hab ich mich jetzt verjagt? Alter Schwede. Das müssten wir ja fast mit Facecam spielen, das Game. Huch! Nanu, was denn jetzt? Hallo? Glaube hier lang. Ich hoffe mal, dass es auf YouTube nicht zu dunkel ist. Sonst muss ich das mal ein bisschen heller machen. Was ist denn das? Ecken. Irgendeine Höhle? The Forest. Oh. Huch! Nein! Jetzt ist er da unten. Nein, nein. Was ist denn jetzt? Was? Nein. Mich zieht's irgendwie da runter. Hä? Hallo? Ich komme nicht mehr raus. Was? Was war das denn jetzt? Das war jetzt komisch. Sowas. Na nü. Oh, noch so ein Loch. Hallo? Nee, ich nicht, dass ich da drin noch irgendwie. Nein, bitte, bitte kein Labyrinth oder sowas. Die mag ich überhaupt nicht, da verlaufe ich mich immer. Ich habe aber auch kein Licht, gar nichts. Naja, gut, es ist, entspringt ja irgendwie nur aus meinem Kopf. Wie soll ich da auch eine Taschenlampe dabei haben? Boah, ich könnte es mir ja vorstellen. Und zack, habe ich eine. Was ist das denn? Ja. Ja. Will das haben? Und kriegen das nicht? Ja. Ist doch eine Erinnerung, oder was ist das? Na komm. Will das. It wasn't all doom and gloom. There was a time for light. Seeing her grow up into a curious little know-it-all. I remember the both of us laughing at the weatherman on TV. She was so funny. Ach, seine kleine Tochter. Naja. Oh. Weiß gar nicht, soll ich jetzt hier runter? Oder passe ich vielleicht noch irgendwas? Ich weiß es ja nicht. Es gibt doch noch mehr Wege irgendwie, finde ich. Ich weiß jetzt bloß nicht mehr, wo ich hier abgebogen bin. Ach ja, ich glaube hier lang, ne? So. Schauen wir mal hier. Wie geht's denn hier hin? Wobei, jetzt möchte ich gerne wieder in die Höhle. Ich will aber irgendwie noch gar nicht raus. Nein, Moment. Ich probiere das mal. Ich kann auch nicht schneller rennen.
Oh, Räusper. So. Wo waren jetzt nochmal hier das, hier ist das Loch, genau. Hier lang. Komischen Streifen. Ich glaube dann hier irgendwo. Boah, hier ist so finster. Na, jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Kleiner Moment. So, musste mal ein bisschen lauter räuspern. wo war denn das jetzt? Na toll. Jetzt ist schon passiert. Jetzt habe ich mich schon verlaufen. Ha? Nein, hier. Ach, hier war's. Komm ich hier? Jetzt komme ich wahrscheinlich nicht mehr raus, wa? Okay, hier ist, nix. Okay, hier geht's nicht weiter. Also die Atmosphäre ist jetzt schon, ich finde es ja so cool, wie das leuchtet. Nee. So. Ach ja, da ist er ja. Warum muss es jetzt ausgerechnet jetzt mich an der Nase jucken? Das bedeutet immer, dass jetzt gleich irgendwas passiert. Oder so. Oh. Okay. Nicht hier lang. Oh, was ist das denn? Hallo? Kann's leider nicht lesen. Boah, das sieht aber schon extrem geil aus. Gut, das ist einfach nur, ja, ein Bild. Gemalter Himmel. Wenn der sich jetzt noch bewegen würde, dann wäre das doch richtig realistisch. Ich laufe jetzt einfach mal hier lang. Oh. Das sind schon wieder die Schritte. Bild. Wo willst du hin? Ich guck mal hier. Ich bin neugierig. Aber wahrscheinlich wird da hier einfach gar nichts sein. Aber man weiß es nicht. Das sieht schon cool aus. Muss ich jetzt das Ding hier die ganze Zeit mit mir mitschleppen oder was? Das komische Teil hier. Darf ich hier? Warum ist das so hell? Huch. Was ist das denn jetzt? Hier ist irgendwas. Nein! Nein! Was war das denn jetzt? The source of light always came back. Was it true then that darkness can't exist without light? Maybe that was why it came back. I would find out the truth in the end. Ja, das Licht kommt immer zurück. Licht und Dunkelheit, ja, die können zusammen. Hey, und wo ist das jetzt? Sag jetzt bitte nicht, ich muss jetzt... Wo ist denn das jetzt? Hallo? Verdammt. Ich hab meinen Ball verloren. Was sind das? Was ist denn das eigentlich da unten? Kann ich da... runter? Ich habe gehofft, ich könnte mich da vielleicht porten oder so. Okay, aber hier scheint nichts zu sein.
Ach, da ist er ja wieder. Okay. Ich hab schon gedacht, ich hätte ihn verloren. Okay. Ich würde ja gerne immer so viel experimentieren, wie zum Beispiel hier, keine Ahnung, in das Loch springen oder irgendwas. Ich weiß nicht, ob das sinnmäßig ist oder überhaupt was bringt. Will er nicht wirklich die Story kaputt machen? Bleib du mal. Nein! Nicht abhauen. Bleib doch mal bitte hier. Er bleibt nicht da. Na gut, dann eben nicht. So, was haben wir denn hier? Darkness. A barrier unto itself. Sophia had loved those fables of good and evil. White lies for children. I couldn't delve into the blackness without any light. That much was easy to grasp. Dunkelheit. Okay, ich geh mal rein. Oh, was? Ne. Hä? Ja, aber hier ist doch nichts. Nee, okay. Hä, ich bin jetzt irritiert. Ich versteh's nicht. Hier ist Dunkelheit. Aber hier geht's einfach nicht weiter, ne? Hier ist aber nichts. Nee. Also hier ist einfach nur Sackgasse. Hier ist gar nichts. Okay. Okay, falscher Weg. Ich bin ein bisschen ratlos jetzt. Wo muss ich denn jetzt hin? Vielleicht muss ich doch da runter. Ich. Okay, die Wegfindung ist jetzt schon ein bisschen. Am Anfang, da wurde man noch so ein bisschen an der Hand genommen und ein bisschen geleitet, aber jetzt irgendwie. Okay, Attacke. Oh, Errungenschaft freigeschalten. Night Shift. Oh, hä? Geil. Oh, geil. Alter, Hammer. Das sieht ja mega geil aus. Moment, ich möchte jetzt hier lang. Ey, muss ich das Ding jetzt wirklich die ganze Zeit mitschleppen? Ich will nicht. Was ist jetzt hier lang? Hallo? Ach, jetzt bin ich ja wieder hier. Nee. Hä? Nanu? Jetzt ist wieder. Warum? Wieso? Das ist ja interessant. Okay, wie komme ich denn jetzt hier? Huch. Wo ist denn jetzt? Wie? Warum? Ich bin irritiert. Verstehe ich nicht. Muss ich vielleicht irgendwie
Verstehe es nicht. Muss ich vielleicht hier dieses Bällchen da oben lassen? Ich weiß es ja nicht. Aber der haut mir doch ab. Nein, ich glaube... Ah, Moment. Ich probiere mal was. Nein. Aber hier ist doch Licht. Kann ich das nicht nehmen? Nein? Komisch. Aber da war doch eben gerade irgendwie so ein komischer Ball da drauf. Huch. Guck mal. Nein, 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 nein. Mist. Ich möchte... Ich versteh's nicht. Ich versteh's echt nicht. Ist wirklich komisch. Würde ja gerne mal... Mach's nicht. Ich will nicht da runterspringen. Das ist, gegen meine Natur. Aber, warum... jetzt da nochmal runter. Das sah auf jeden Fall mega geil aus, wie ich da runter bin. Okay. Ja, schaut mal, da ist doch... Oh Gott, ich verstehe. Natürlich. Okay, das wird eine ziemlich lange Folge, aber das ist mir jetzt egal. Nein, aber wenn ich jetzt hier rausgehe, dann ist der wieder weg. Ach ja, natürlich, ich verstehe es. Ja, ich hab's kapiert. Okay, aber das zeige ich euch in der nächsten Folge. Ich hab's nämlich kapiert. Ich weiß, was ich machen muss. Ja, vielleicht wisst ihr es wahrscheinlich auch schon. Ja, ich bin Schnelldenker von der Firma langsam. Okay, ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen und ich freue mich schon, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Let's Play Mind Path to Thalamus. Danke fürs Zuschauen und ich bin raus. Tschö mit Ö. Please, please, baby, don't do this to me. Where are you? Sophia!